Ich hier angekommen im Hotel in Pattaya. Und zwar ganz, ganz im Norden am Wongamat Beach. Also auch echt richtig weit weg von der Partymeile und ja, also wirklich ganz entgegengesetzte Richtung von der Walking Street oder ja, also sehr, sehr weit weg. So, also ich dort angekommen und es hat halt geschüttet wie aus Eimern. Jetzt will will man mir mein Bungalow zeigen, ne? So, geht da mit mir dorthin. So, guckt rein. Bungalow nicht gereinigt. Also, das heißt, da waren Gäste ausgecheckt, aber das Bett war nicht gemacht, es war nicht sauber. Ich denke so, naja, super. So, okay. Dann zeige ich mir halt einen anderen Bungalow. So. Ne? Und dann habe ich gesagt, vielleicht hast du ja auch einen mit Blick aufs Meer, weil ich bin halt direkt am Meer hier. Ne? Und sagt er, ja, gut, gebe ich dir. Und zack, dann gibst du mir vielleicht einen kleinen Tipp, also ein bisschen Trinkgeld. Ich denke, ja, gut, wenn es ein schöner Bungalow ist, warum nicht? Warum? Ja. Ja, ich weiß, es ist sein Job, mir einen anderen Bungalow zu zeigen, aber wenn ich jetzt noch einen schöneren bekomme, ist ja auch nicht verkehrt. So, wir zum nächsten Bungalow. Der war aber auch nicht so dolle. Der war direkt an so einem Pool und ich hatte ein bisschen Schiss wegen Moskitos, wenn das zu nah am Wasser ist. Vielleicht bin ich da ein bisschen komisch. Ich denke so, ja, nee, okay, alles klar. So. Dann zeigt er mir einen Bungalow, der war dann okay, so, dann bin ich dann da rein. Und habe gedacht, so ja, alles klar. Ich dann meine Klamotten ausgepackt und war jetzt auch nicht Blick aufs Meer und gar nichts, war jetzt aber auch wurscht, weil irgendwann, wenn du 24 Stunden unterwegs bist, willst du einfach nur deine Klamotten auspacken. Du bist sackmüde und bist K.O., du willst einen Happen essen, willst dir vielleicht eine Fußmassage gönnen, so. Alles klar, ich pack meine Sachen aus und jetzt pass auf. Gerade alles ausgepackt. So, und die haben dort in dem Hotel so einen Kleiderschrank, der ist in der Wand eingelassen, also mit so Türen vor. Und auf einmal höre ich, düpp, 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 düpp. Ich denke so, was ist das da? Irgendein Vieh im Kleiderschrank oder was, ne? Tropft das auf so eine Plastiktüte, die ich da so hingelegt hatte, die ja so lag. Und ich denke so, das gibt's doch nicht. Tropft es durch den Kleiderschrank durch. Es regnet rein. Ich dachte, ich kriege ein Hörnchen. Und es macht deswegen erst düpp, 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 weil es vorher erst durch mein Hemd und durch meine Hose gegangen ist, die natürlich auf dem Bügel da drüber hängen. Ich habe gedacht, ich kriege die Pimpanellen. Ich denke so, das kann jetzt nicht sein, oder? Jetzt regnet es durch den Kleiderschrank, also durch die Decke oben, weil die halt in der Wand eingelassen ist. Ich denke so, super. Ich will telefonieren, das Telefon funktioniert nicht. Ich denke so, super. Ich bin jetzt vor allem nicht weit, weiter weg von der Rezeption. Der Bungalow war weiter weg. Ich denke so, das kann nicht sein. Telefon funktioniert nicht, es tropft durch den Kleiderschrank und so dankbar ich auch bin und so happy ich mit vielen Dingen bin, da habe ich echt gedacht so, boah Gott, das kann doch nicht sein jetzt, oder was? Ne? Und da habe ich gedacht so, Helmi, beruhig dich, am Ende wird alles gut. Du weißt noch nicht wann und wie, aber es wird alles gut. Und jetzt sage ich dir im nächsten Video, wie es weiterging. Sei gespannt, ich freue mich auf dich.